Moin, 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 willkommen zurück bei Kingdom Hearts 2. So, wir sind jetzt wieder hier in der Welt, die niemals war, und begeben uns jetzt Richtung Kingdom Hearts, um Xenos zu besiegen. Danach, wie gesagt, sehen wir uns auf jeden Fall wieder zu dem Endgame-Content. Ich werde bis dahin auf jeden Fall auf Level 99 grinden. Plus, dann mit Sephiroth beginnen den Kampf und dann stellen wir uns noch den anderen Kämpfen der Organisation 13 und so weiter. Beziehungsweise das werde ich wahrscheinlich dann offscreen machen, weil das sind schon recht viele Kämpfe und die sind alle ultra hart. Von daher muss ich mir da mal Guides angucken, wie man die am besten und effektivsten besiegen kann und nicht so rumkrüppelt wie ich in der letzten Folge. Von daher, da gibt es bestimmt einfachere Methoden. Von daher, los geht's. Hinter dieser Tür liegt der Anfang vom Ende eurer Reise. Ich bin bereit für das, was uns erwartet. Ich möchte noch kurz in mich gehen, bringen wir es zu Ende. Los jetzt. Get ready, Xemnas. It all ends here. Huh? So, it seems your hearts have led you to obliteration. Perhaps it doesn't pay to be too loyal to one's heart. I will have to be sure and remember that. No! We can take him on our own. Genau. Ich fliege einfach durch. Die Musik halt so geil, einfach nur. In dem letzten Abschnitt hier. Wir müssen diese Zylinder zerstören, das ist gerade unsere Aufgabe, warum wir hier so rumjuggeln. Das haben wir bei dem nicht so gut hinbekommen, aber gleich. Take this!
Der König auf dem Thron. Curses. Wow. I need more rage. I need more hearts. Xemnas, there's more to a heart than just anger or hate. It's full of all kinds of feelings. Don't you remember? Unfortunately, I don't. Gosh, you all did great. You're coming back with us, right? I had given in to the darkness. Riku! How am I gonna face everyone? Like this? I'll open a path. Huh? Oh. You don't belong in the Dark Realm anymore, Riku. How do we get out of here, Your Majesty? Well, I'm not sure. But we better hurry and get through. Wait for me! Come on! Thank you, Naminé. Sure. See? We meet again, like we promised. Huh? You said we'd meet again. But when we did, we might not recognize each other. I did, didn't I? But I knew you. It's strange. I think I understand. I see myself the way you remember me. And you see yourself the way I remember you. I always thought nobodies were doomed to fade back into darkness. Yeah, but you and I didn't. We got to meet our original selves. So, we can be together again. Right. Anytime Sora and Kairi are together. We'll be together every day, right, Sora? Yeah. Look sharp. Huh? Don't worry. You're all still you. Hey, let's go home. Riku, come on. Yeah. Sora, Riku! What?
So, jetzt haben wir noch einen kleinen Flugpart vor uns. Entschuldigung. Vollkommen vergessen. Das Laser. Oh yeah. Schön gelasert. Aber es sieht immer so geil gemacht aus mit diesem Drachen, der immer mal so groß ist wie eine Stadt. Ist denn hier nicht richtig? Lasert nicht auf mich. So, das hätten wir jetzt eigentlich auch schon geschafft. Piu piu. Doch nicht. Achso, wir müssen die einzelnen Parts von ihm besiegen. Das war nur einer der zwei Flügel. Jetzt haben wir es geschafft. Yay! Hey, Riku? Yeah? I wanted to thank Naminé, but I couldn't bring myself to say it. Not until everything was back to the way it was before. Don't worry. We'll make that happen. Once this is over, you can thank her all you want. Yeah! So, nochmal gegen den gegen den niemanden King. Mit erhöhter Gravitation. Wow.
eternal. Sura, are you certain you can trust me, Heal! Back off! Yeah! Ey, stößt mich einfach zurück, die Sau. Ich bin mir noch nicht ganz genau sicher, was ich hier machen soll. Weiß es leider nicht mehr. Im Drive ist nicht drin gerade. Warum bist du unverwundbar, du Sack? Auf eine der Gebäude drauf. Alter, wie hoch ich denn springe. Ist gerade nicht so von Vorteil. Sag mal, was soll denn das? Du nervst. Lass mich dich hitten. Irgendwas Spezielles mit dem machen oder so? Jetzt schon. Jetzt gibt er endlich mal den Löffel ab. Heroes from the realm of light. I will not allow it to end this way. Not yet. If light and darkness are eternal, then surely we nothings must be the same. Eternal. You're right. Light and darkness are eternal.
Nothing probably goes on forever, too. But guess what, Xemnas? That doesn't mean you're eternal. No more eternal than that radiance of yours. So, finaler Kampf gegen Xemnas. Wo ist er denn hin? Leute, die auf mich ballern, mag ich gar nicht. Oh ja, als Riku. Such a
Oh, Xemnas wäre Geschichte. We did it. I wouldn't be too sure of that. Sora, I can't. Don't say another word. It's not over. It's just not. How can you say that? Even if we could go on. Look where we are. Aw, come on, Riku. You've been hanging out in darkness too long. You gotta try and think positive. Sora? Hmm? You lead. Got it. You know, I always figured I was better at stuff than you. Really? Hmm. Are you mad? No. I kinda always thought you were better at everything, too. Riku, look. What's that light? End of the road. Yep. Put me down. I can walk. You know, maybe the darkness has gotten to me too. Riku! This world is perfect for me. If this is what the world really is, just this, then maybe I should fade back into darkness. Riku! If the world is made of light and darkness, we'll be the darkness. Yeah. The other side. The realm of light is safe now. Kairi, the king, and the others are there. That's what I mean. Hey, Sora. Could you help me? I want to get down to the water. At least the waves sound the same. What I said back there, about thinking I was better at stuff than you? Mm-hmm. To tell you the truth, Sora, I was jealous of you. What for? I wished I could live life the way you do. Just following my heart. Yeah, well, I've got my share of problems too. Like what? Like wanting to be like you. Hmm. Well, there is one advantage to being me. Something you can never imitate. Really? What's that? Having you for a friend. Then I guess I'm okay the way I am. I've got something you could never imitate, too.
Sora? Hmm? I think it's for you. Thinking of you wherever you are. We pray for our sorrows to end, and hope that our hearts will blend. Now I will step forward to realize this wish. And who knows? Starting a new journey may not be so hard. Or maybe it's already begun. There are many worlds, but they share the same sky. One sky, one destiny. Light. The door to light. We'll go together. Yeah. We're back. You're home. And you and I, there's a new land. Ja, das war das Ende eines der damals absolut Top-Bestseller-Spiele auf der PlayStation 2. Ich weiß gar nicht, wie oft sich dieses Spiel verkauft hat. Ich habe die Zahlen jetzt leider nicht im Kopf, aber war mit unter eines der bestverkauftesten Spiele damals. Zu Recht, wenn ihr mich fragt. Also das ganze Art-Design, Soundtrack, Gameplays, alles absolut top-notch. Richtig geiler Scheiß. Nichtsdestotrotz werde ich die Credits nicht komplett durchrollen lassen. Es gibt zwar noch das Ending. Das werde ich dann ja kurz noch dran schneiden. Das Normal Ending. Es gibt natürlich auch ein Secret Ending, wenn man das Spiel zu einem gewissen Grad geschafft hat, beziehungsweise gewisse Gegner besiegt hat. Und das werde ich dann nochmal als extra Aufnahme machen, ein Secret Ending. Und mit dem Secret Ending endet auch dieses Let's Play von Kingdom Hearts 2. Nach Kingdom Hearts 2 wird in der Reihe Kingdom Hearts, lass mich mal kurz nachdenken. Wie heißt es noch? Es gab es für die PSP. Nimm. Ich weiß, es ist gerade aus dem Kopf nicht mehr. Mir fällt der Name nicht ein, sorry. Auf jeden Fall, gibt es danach noch ein Spiel? Und ich glaube, nachdem
starten wir auch direkt dann weiter mit Kingdom Hearts 2.8. Da gibt es auch nochmal zwei Spiele. Und dann kommt Kingdom Hearts 3 und dann haben wir Kingdom Hearts komplett durchgespielt. Alles, was Kingdom Hearts zu bieten hat, haben wir dann gemacht. Glaube ich jetzt zumindest so grob im Kopf, dass es noch irgendwie, glaube ich, vier Spiele sind, die kommen. Haben alle natürlich alle sehr großen Content, aber die anderen werde ich wahrscheinlich nicht zu 100% abschließen. Also für mich war wichtig Kingdom Hearts 1 und 2 und den dritten wahrscheinlich auch noch. Aber gut. Das war es erstmal von meiner Seite aus. Ich danke euch schon mal sehr, dass ihr bei Kingdom Hearts 2 dabei wart. Und ich hoffe, dieses Let's Play hat euch Spaß gemacht und ihr schaltet dann auch wieder ein in der nächsten Folge, wenn wir uns dann Sephiroth stellen und noch den Secret Boss uns angucken und dann uns noch das geheime Ende angucken. Und damit schließen wir, wie gesagt, Kingdom Hearts 2 ab und dann geht's weiter. Also dann sage ich schon mal bis zur nächsten Folge bei Kingdom Hearts 2 Final Mix. Also, bis dann! We'll be right back.
Nothing's changed, huh? Nope. Nothing will. What a small world. But part of one that's much bigger. Yeah. Hey, Riku. What do you think it was? The door to the light. This. This? Yeah. It's always closer than you think. Sora! Riku! Hey, what's up? Look. From the king?